Bei Lucky Maurer im Bayerischen Wald geht es heute um die Wurst. Solange die Wurst dicker wie das Brot ist, ist Wurst, wie dick das Brot ist. Wenn es die Weißwurst in Senf eintaucht, die Augen schließt, dann geht da ein wohliges Gefühl durch den Körper. Und damit das so bleibt, bewahrt Lucky Maurer die Tradition dieses altbayerischen Kulturguts. Also, jetzt geht's um die königliche Weißwurst. In Rattenberg im Steu, also Stall auf Hochdeutsch, treffen sich 20 Teilnehmer, um bei Lucky Maurer alles über die Weißwurst zu lernen. Herzlich willkommen zu unserem Schlachtfest im Steu. Wir haben jetzt etwas vorbereitet, war nicht im Programm, und zwar ein Weißwurst-Seminar. Für die, die gestern zu viel getrunken haben, wir haben ein isotonisches Kaltgetränk vorbereitet. Ne? Sagt man in Bayern, nur nicht abreißen lassen. Ne? Oder Konterhalbe, sagt man in der Früh, ne? Zum Kontern. Wir haben heute hier einen Weißwurst-Frühschoppen. Das ist eine richtig schöne Tradition in Bayern. Und machen mit einem der besten Metzger, die wir haben in Bayern, und mit dem Bayerischen Weißwurstbotschafter einen Weißwurst-Workshop. Seit 2015 ist Albert Fritz, genannt Bertel, amtierender bayerischer Weißwurstbotschafter. Da sind schon einige Sachen zu beachten. Eine Weißwurst kann nicht jeder. Die ganzen Gewürze, das vom Gewicht her stimmt, weil das muss auch am Schluss muss das stimmig sein. Dann wie die Konsistenz der Wurst wird, die angeblich beste Weißwurst der Welt. Und das ist ein Hochgenuss. Und die noch kesselfrisch, das ist eigentlich High-End-Level. Und dieses Geheimwissen geben Lucky Maurer und seine Kollegen heute an die Seminarteilnehmer weiter. Für die, die nicht aus Bayern kommen, die Weißwurst ist das höchste aller kulinarischen Kulturgüter, das es so gibt. Und es wird nachher einen Test schreiben, das ist kein Scheiß. Wie viele Fragen? 120? 77 Fragen. Nur wer alle Fragen richtig hat, kriegt auch das königlich-bayerische Weißwurst-Diplom verliehen vom Weißwurst-Botschafter. Also das ist kein Schmarrn. Ne? Das könnt ihr euch daheim nehmen, das Abiturzeugnis hängen, das ist mindestens genauso viel wert. Und in diesem Sinne, ich rede jetzt gar nicht mehr lang, ich übergebe das Wort an Bertel. Schenkt euch nur Weißbier ein, das ist ein sehr heiterer Vortrag. Auf geht's. Denkt euch zusammen, dann brauche ich nicht so schreien. Weil in meinem Alter mit der Stimme ist ein Problem. Also geht zurück zu dir, ich weiß nicht. Ich bin ganz handsam. Also herzlich willkommen beim königlichen Weißwurst-Seminar hier im Stall beim Lucky Maurer. Exklusivseminar nur für euch, so gemacht wie es heute ist, mit Produktion der königlichen Weißwurst. Unser Weißwurst-Seminar ist das erfolgreichste Weißwurst-Seminar in Bayern und somit auf der ganzen Welt. Botschafter Albert Fritz bringt den Teilnehmern den Mythos Weißwurst näher und haut gleich mal den ersten Tipp raus. Die Weißwurst hat einen dezenten Geschmack. Da muss man die Gewürze rausschmecken. Da muss man Petersil rausschmecken. Da muss die ein gutes Mundgefühl haben. Fluffig. Nach der ersten Weißwurst muss ich Appetit haben auf eine zweite, dritte, vierte. Wie man eine Weißwurst isst, daran scheiden sich die Geister. Die einfachste Methode, eine Weißwurst zu essen, ist ganz einfach. In drei Finger nehmen, Senf eintauchen, abbeißen. Es ist ein erhebendes Gefühl. Wenn du die Weißwurst in Senf eintauchst, dann abbeißt, die Augen schließt, dann geht ein wohliges Gefühl durch den Körper. Und dann ein Stück Brezen noch und dann einen Schluck Weißbier. Du bist der glücklichste Mensch auf der Welt. Und was machen die, die die Weißwurst nicht mit der Muttermilch aufgesogen haben? Ich bin Frankfurter, da ist das was. Die Bayern machen ja gar nichts. Ja? Also von dem würde ich sagen, das kriegen wir hin, die 77 Punkte. Und ich glaube, die Bayern werden mal zum ersten Mal wissen, was eine echte Weißwurst ist heute. Ja, und ich sage immer, der Bayer, der hat es in den Sinne, der hat das drin. Der braucht da gar nicht aufpassen, der versteht alles. Der Bayer hat Gefühl. Metzgermeister Stefan Einzle versteht keinen Spaß, wenn es um die königliche Weißwurst geht. Ich kontrolliere wirklich grammgenau die Zutaten. Wir wollen da die perfekte Weißwurst auch reproduzieren können. Und dazu muss ich wirklich alles perfekt grammgenau abwiegen. Damit die Teilnehmer die bayerische Tradition auch über den Weißwurst-Äquator hinaus in die Welt tragen, zeigt Stefan Einzle, wie es richtig geht.
Also jetzt geht es um die königliche Weißwurst. Von den Zutaten her haben wir jetzt ungefähr halb Kalbfleisch, halb Schweinefleisch. Das ist jetzt von der Schweineschulter, Kalbschulter, ist jetzt schon auf 3 mm gewolft. Genauso Backen und Speck. Backen gibt halt geschmacklich einfach mehr Kraft für die Weißwurst. Wir haben einen Zwiebeln, Gewürze hat der Bertel schon genannt, Kardamom, Ingwer, Petersilie. Ganz wichtig auch bei der Weißwurst, Salz. Wer hat eine Idee, was das da vorne sein könnte? Und nach der Theorie heißt es, wer Co, der Co. Jetzt kommt die Praxis. Absolute Kontrolle, also es geht nicht so Larifari, sondern Vollgas. Im Bayerischen Wald bei Luki Maurer geht es um die Wurst. Seminarteilnehmer aus Deutschland und Österreich tauchen ein in die Geheimnisse der Weißwurst. Metzgermeister Stefan Einzle zeigt, wie es geht. Ganz wichtig auch bei der Weißwurst, Salz. Wer hat eine Idee, was das da vorne sein könnte? Ist ganz fein gewolft durch 2 mm. Korrekt, sind wirklich gewolfte Schweineschwarten. Wir geben jetzt schon einmal das Magenfleisch und Kutter. Salz verbessert den Geschmack und verstärkt die Bindung zum Muskeleiweiß. Da tun wir Salz gleich mit auf. Damit die Weißwurst auch wirklich königlich wird, achtet Stefan Einzle besonders auf zwei Punkte. Die haben verschiedene Variablen. Einmal die Feinheit des Bretts, die muss ich erreichen, und einmal die Temperatur. Da steht mir nur ein gewisser Faktor Zeit zur Verfügung, wo ich da beides zu einem optimalen Produkt zusammenbringen muss. Überschreitet die edle Fleischmasse eine Temperatur von 12 Grad, sind Konsistenz und Geschmack vom Brett hinüber. Jetzt haben wir den nächsten Kontrollpunkt. Wir haben jetzt die 4 Grad und da geben wir jetzt Backen und Speck dazu. Was Stefan Einzle gerade zaubert, kommt bei den Gästen gut an. Man sieht halt, dass er ja immer mal wieder anfasst, guckt, wie ist die Konsistenz, wie ist das Gefühl vom Brät. Das wird industriell halt schwierig. Das, also, keine Ahnung, ob eine KI das kann, ob man da irgendwie so vom Gefühl her, wie es sein muss, aber das ist halt schon Handwerkskunst, ja. Für die unverkennbare Aromatik der Weißwurst sorgen die traditionellen Gewürze, aber einfach nein, geht gar nicht. Stefan Einzle muss für die Gewürze jetzt ganz genau aufs Thermometer schauen. Der nächste Kontrollpunkt, der ist jetzt ungefähr bei 8 Grad. Die Gewürzzugabe, da geht es halt darum, ich möchte eine schöne Verteilung der Gewürze an Brett haben. Wenn ich es aber zu früh dazugebe, wird es mir zu heiß und ich verliere die ätherischen Öle. Deswegen bei 8 Grad ungefähr, um nur eine schöne Verteilung zu erreichen im Brett, aber ohne Verlust ätherischer Öle. Das Brett ist fertig. Die Seminarteilnehmer können selbst ran und den Schweinedarm füllen. Kein Problem, oder? Man kann ja nicht wirklich was falsch machen. Wenn der Darm reißt, dann nimmst du einen neuen Darm, ziehst es nochmal auf, tust das Brett wieder zurück und fängst von vorne an. Also ich glaube nicht, dass man eine Perfektion braucht, sondern vielmehr, es hilft, mal ein ganz neues Produkt wieder für sich selber zu kreieren, was man davor noch nicht gemacht hat, was man eben nur beim Metzger kauft. Dafür braucht der Teilnehmer nur noch einen eigenen Wurstfüller. War eine wunderschöne Erfahrung und ich überlege, wann ich mir das Ding hole und selber so eine Bratwurst mache. Bratwurst, um Gottes Willen. Das sollte der Herr aus Frankfurt mal lieber nicht so laut sagen, denn das weiße Gold der Bayern kommt in 10 bis 15 cm langen Stücken in den Kochkessel. Das Besondere an der Weißwurst ist, wenn wir die hier frisch machen, dann ist die natürlich nur einmal gebrüht. Die Weißwurst, die du in der Metzgerei kriegst, die ist ja schon mal gebrüht, wird abgekühlt und dann wird es wieder erwärmt. Es ist ja aufgewärmt halt einfach. Und so ist sie halt extrem frisch. Das merkst du sehr an der Konsistenz und auch am Geschmack. Das war ja gleich ein guten. Nach der Arbeit kommt ja bekanntlich das Vergnügen. Das Weißwurst-Diplom steht allerdings noch aus und das nimmt Botschafter Albert Fritz ab. Ja, also der Test, der wird, ich sammle den ein und dann schauen wir den durch, die ganzen Kreuzchen. Und dann sehen wir, Durchfall oder nicht. Also man kann dich nicht mit der Weißwurst bestechen oder so, dass der Fehler übersehen wird? Ich habe auch schon einige, die durchgefallen sind. Die haben dann, wenn ich gesagt habe, ja, warum habe ich kein Diplom? Und so, was die durchgehaut hat, ganz einfach. Ja, ob ich das käuflich erwerben könnte.
Sag ich, ich kann es nicht käuflich erwerben. Sag ich, ich muss noch mal kommen, noch mal ein Seminar machen. Vielleicht hast du beim zweiten Mal Glück. Also ich kontrolliere das, ich gehe da schon durch und schau. Nicht abschreiben. Nicht spicken. Absolute Kontrolle. Also es geht nicht so Larifari, sondern Vollgas. Schwierigkeitsgrad der Fragen, alle gleich schwer. Eine Frage, die, was passt am besten für ein Bier zu der Weißwurst? Zum Beispiel. Oder warum ist Weißwurst weiß und nicht rot? Weil die Weißwurst du schon fertig? Na, mir fehlt das Kölsch. Mein Herr, sitzt ja. Du wieder hier, sind alles gleich durch. Auch der Herr aus Frankfurt bekommt das Weißwurst-Diplom nicht geschenkt. Wir haben eine Durchfallquote seit fast 9 Jahren von 30% im Durchschnitt. Und ich habe gesagt, einmal im Leben erleben, dass alle mit dem Diplom heimgehen. Und heute ist es eingetreten. Ihr dürft euch heute selber applaudieren. Jeder geht mit dem Diplom nach Hause. Und solange er schwört, dass er seine Weißwurst nie anbrät, kriegt auch der Herr aus Frankfurt sein Diplom. Es gibt ja bei diesen ganzen Seminaren, wenn du das von der Firma aus machst, gibt es ja auch immer so ein Diplom für Rhetorik und weiß Gott was. Aber das ist was, das kann man sich wirklich mal ins Büro hängen. Weil es doch mal was anderes ist. Also von dem, schönes Ding. Das Event ist vorbei. Die Teilnehmer haben einiges über die Magie der Weißwurst von Lucky Maurer und Co. gelernt. Das bayerische Meisterwerk ist übrigens weiß, weil eben nicht Nitritsalz, sondern herkömmliches Kochsalz drin ist.